Leute und Herren, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Aufnahme Rocket League, heute in den Rocket Lab Servern zusammen mit Tiag. Wir spielen Hallo. Die drei neuen Maps, wie immer natürlich mit der kleinen Regel, wer zweimal gewinnt, hat die Folge gewonnen und die schießt Insta-Goal! Woo! So beginnt man doch gerne eine Folge. Und auf jeden Fall ist es so, ihr seht jetzt hier, die Maps wurden abgeändert. Zum Beispiel die Map hier heißt Double Goal. Warum? Weil es zwei Tore gibt. Genau, und es gibt noch zwei weitere, die werdet ihr dann auch noch sehen. Aber ich würde sagen, jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die hier. Bam, 2-0. Aber natürlich mit uns Profis hier am Werk, da wird das ein geschenktes Spiel, oder Tidi? Ja, denk schon. Aus jedem Winkel wird das Ding einfach reingezaubert. Zack, doch aus jedem Winkel. Ah, oh, der wäre auch wieder drin gewesen. Oh, diese Ecke ist ja noch schlimmer. Ja, die Ecke kann man auch perfekt nutzen, um den Torwart auszuspielen. Ups, sorry. Oder einfach so aufs Tor zu schießen. Machst du? Genau, hier kann man, hat man auch den Vorteil, man kann durch die Tore eben durchfahren und es gibt hier in der Mitte eben diese unsichtbare Säule hier. Durch die kann man auch nicht hoch und runter fahren. Genau, GD schießt aber immer wieder Tore, während ich die Map erkläre. Yo, aus jedem Winkel. Das war alles geplant und wir wussten, dass wir genauso schießen müssen. Genau, es gibt auch wieder neue Accessoires. Ein paar davon standardmäßig angezeigt, ein paar sind Rare Drops. Die haben eine zufällige Droprate, man kann auch maximal 10 Stunden am Tag die sammeln, in der Woche die sammeln. Genau. Das war's dann eigentlich auch schon zum neuen Rocket League Update. Genau, es geht jetzt Season 2.0. Das heißt, alle Ranked-Ränge wurden zurückgesetzt. Und man beginnt wieder bei Unranked, es gibt ein neues Rank-System. Das ist üblich. Also ich finde es blöder als das davor. Ich würde sagen, es ist dasselbe wie davor, nur du siehst nicht mehr, wie weit du im Rang bist. Ansonsten hätte ich gesagt, ja, das finde ich das Blöde. Aber ich finde es fair, dass du immerhin nicht ganz von unten anfängst, sondern du eine Ersteinstufung bekommst, ja. Das ist richtig. Mhm. Interessant. Sehr gut sind die Gegner aber auch nicht. Nee, wenn selbst der hier so durchläuft. Aber der ist auch ein Goldkrone, also der ist auch nicht so ein Lappen. Hm. Wegen dem Ball habe ich jetzt meinen 100er Bus nicht bekommen. Ja, okay, dann schießen wir halt aufs andere Tor, wenn dir das nicht gefällt. Oh oh. Sorry. Das war der. Achso, das war's gar nicht du. Ich stand im Tor, das war ich. Oh, sorry. Hab ich aber nicht gesehen. Ey. Oh, was war das denn? Wenn man versucht, 100er Boost und bei gleichzeitig zu bekommen. Das war nicht ich. Ich weiß, es war der gelbe da. Okay. Ich habe ihn berührt, krass. Ja, das Problem war, da war jetzt genau dieser Mittelpfosten eben. Das heißt, ich konnte auf keins der Tore schießen. Wieder der Mittelpfosten. So, man sieht, das Ding kann tatsächlich mal im Weg stehen. Wie hast du das jetzt wieder gemacht? Na so. Okay, es war aber wieder ein Paraden-Fail. Kaum fahre ich weg, fällt die Gegner wieder. 5-1, ja, ich glaube, das Spiel geht auf jeden Fall mal an uns, ne? Habe ich so ein bisschen die Vermutung. Shit, ich konnte nicht fahren. Du wolltest nicht fahren. Ich konnte nicht. Warum konnte ich nicht? Nein, mein Boost. Alter, wir gehen alle auf den gleichen Boost. Ja, er ist erst auf den Ball...
Okay. Nein, ich hab dir nicht gedoppelt, ich hab keine Ahnung. Ja, schau. Hättest du dich mal weniger auf Fuß konzentriert und wär auf den Ball, dann hättest du den auch bekommen. Ach komm, war knapp. War einfach voll der Fail-Flug. Dafür wirst du doch gerade ziemlich gehatet. Ich muss kurz Danke sagen. Oh! Und er hat wieder vergessen, auf den Ball zu achten, oder was? Oder was war das gerade? Ah, ich bin nicht schnell genug. Ich hab keinen Boost. Ja, du schießt einfach ein Tor, du brauchst dafür keinen Boost. Ah, der hat einen Doppelsprung gemacht, deswegen war er höher wie ich. Mann, der Typ klaut meine Tore. Das war doch nicht deins, das hat er sich schön selber ergattert. Und genau an den Posten geschossen. Ich frage mich nur, wie ich mehr Punkte haben kann wie der. Indem du einfach besser bist. Außerdem hast du eine Parade. Ja, und der hat ein Tor mehr. Gut. Ah, schade. Das habe ich dir jetzt extra gelassen. Ja, ich habe auch geschossen. Ich kann auch nichts dafür, wenn die perfekt blocke. Oh, er schießt das Eigentor. Ja. Shit. Oh. Oh, der könnte. Ja. Reingehen. Ja, aber denk. Nein! Posten! Au! Er hat mich weggerammt. Hab ich. Sagt mir keiner. Shit. TD, kein Eigentor mache. Jetzt versucht's der wieder! Das... Ich wollte gerade sagen, war ich nicht. Das hast du. Beinahe. Ja, aber ich glaube, weil das erste hier geht an uns. Hast du es wieder gemacht? Ja. Oh no. How about no? Jetzt wurde ich doch noch letzter. Ja, wir haben gleich viele Punkte. Okay. Das heißt, ich würde sagen, das erste Spiel geht damit an uns und wir gehen hier direkt in die zweite Runde, wenn nicht sofort sich ja irgendwie alle durchstellen. Und wieder wie immer, einer schafft es nicht ready zu drücken. Nein! Was? Ja. Die Arena. Der Kreis. Und wir bekommen wahrscheinlich auch noch einen Bot. Genau, die Arena hier ist einfach ein Kreis. Könnt ihr euch so vorstellen, Kreis mit einer Linie drin und von der einen Seite der Linie ist es unser Tor, von der anderen Seite der Linie ist es den ihr Tor. Das heißt, wir haben hier unser Tor, da drüben seht ihr das gegnerische Tor, jetzt genau da, wo die 2 ist, als das gegnerische Tor. Genau da müssen wir uns das Gassi hinterweiten. Jetzt hat gerade mal so den Aufbau mal kurz gesehen, genau da geht es jetzt den ihr Tor. Er ist echt gut im Ball stehlen, muss ich sagen. Was zur Hölle? Ich dachte, er trifft. Genau hier in der Mitte von diesem Podium gibt es auch einen 100er Boost und hier ist auch einer. Man kann wieder durch die Tore fahren. TD schießt ein Eigentor. War kein Eigentor. Es war hart an der Grenze, aber es war kein Eigentor, war alles reingegangen. Shit. Ich finde, hier gibt es nur einen richtig fiesen Winkel, weil wenn du nämlich den Ball neben das Tor an die Wand schießt, dann prallt er richtig behindert ab, aber geht trotzdem ins Tor rein. Das ist hier auf der Map ein bisschen behindert, aber oh, da habe ich zu langsam reagiert. Oh, TD hat wieder den Ball beschleunigt. Mit Absicht, ne? Ja, nicht mit Absicht, aber du schaffst es immer. Du schaffst es einfach immer auf unser Tor zu schießen. Also immer ist nun auch etwas übertrieben. Doch, du schaffst es immer. Was? Jetzt fehlt nur noch, dass du jetzt auf unser Tor schießt. Das war der andere gerade.
weiß nicht, was ich machen soll. Jetzt hat der andere wieder auf unser Tor geschossen. Jetzt clear ich dir mal hier raus. Ich wurde weggerannt, aua. Die Wände sind auch ein bisschen höher wie in der normalen Arena, finde ich auch ganz interessant. Das ist dieser behinderte Winkel. Diese Winkel sind so mies für dich. Du rechtest dich damit und er geht einfach rein. Oh nein! Ah, der Mittelpodium hat mich voll in die Luft geschleudert. Ich flog viel zu hoch. Alter, wie ich weggeflogen bin. Ja, du darfst dich nicht beschweren, weil ich bin der Einzige aus unserem Team, der bisher was gemacht hat. Ich hänge hier oben an der Wand. Schön, Tidi. Ja, und ich wurde gesprengt von Schröder. Was? Der könnte beim Runterfallen holt er sich den Ball einfach nochmal. Diese Bälle hasse ich wie die Pest. Oh, come on. Was war das schon wieder für ein behinderter Ball? Er hat mich so richtig schön ausgespielt, unser Vereigner da. Ja, voll, schau mal, was ist im Winkel und da prallt er nochmal nach oben wegen dieser scheiß Podiumsding. Ich dachte halt, der kommt flach, weißt du? Muss ich den nehmen? Ja. Nehmen muss ich nicht. Er ist schneller. Ich check das bei der Map auch noch nicht so ganz. Dass der ihn gerettet hat. So. Schaffst du? Oh mein Gott. Komm. Ah, okay. Oh, oh. Oh nein. Hau ihn rein. Alter, so, ein so ein Lappenbeschuss. So ein Lappenbeschuss einfach. Ich hab noch nicht meinen Frontflip gemacht, ich habe mich nur beim Doppelsprung nach vorne geneigt ein bisschen. Okay. TD, warum stehst du direkt hinter mir? Sah nicht so aus, als würdest du den Ball bekommen. Ah, und voll drauf schießen. Au. Oh, schade. Oh, schön. Yes! Sehr schön. Der Gegner hat ihn für dich versenkt. Ich hab null Schüsse. Nice. Na, noch ein Tor, damit wir die zumindest mal ausgeglichen bekommen hier. Ah, shit. Komm schon, wir brauchen noch ein Tor, wir müssen jetzt hier aggressiv werden. Oh, TD. Oh mein Gott. Sag doch, dass du kommst. Ja, aber selbst wenn ich nicht gekommen wäre, wäre das der perfekte Pass halt auf der Web.
bekommen. Ja, nice. Meine Vorlage. Du hast auch noch nicht einen einzigen Schuss. Nee, das war auch kein Schuss. Das war keine Ahnung was. Das war aber schon kein Schuss. Ich habe aber zwei Tore ohne Schuss und noch zwei Rettungen. So, das gewinnen wir jetzt hoffentlich. Auf diesem Mess finde ich Nachspielzeit immer so atemberaubend, weil die einfach so mega... come on. Ich wusste nicht, dass du den Booster holst. Ich hol mir den immer, weil ich Torwart spiele. La 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 la. Fährst du Torwart? Au. Ja. Ich hole mir... Oh, er hat ihn geblockt. Oh nein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hol ihn dir! Nein! Es regt langsam auf. Er hat ihn rübergeflippt. Ja, aber unser Partner hat gesaved und er hat ihn überspielt. Aber der hat ihn wahrscheinlich. Nein, er überspielt den nächsten. Oh! Oh. Ja, klar, nee. Ich fahr Tor. Ah. Oh geil, wer war das jetzt wieder? Schon cool, wenn man von hinten kommt und versucht Torwart zu machen und dann den richtigen Torwart rausrammt. War ich aber nicht. Ja, ja, ist auch unser Teamkollege. Ey, warum fäll ich die jetzt erdauert? Oh. Yes! Und damit würde ich sagen, bekommt ihr leider die dritte Map, diese Folge nicht mehr zu sehen. Sondern die gibt es das nächste Mal. Ich muss dazu sagen, die dritte ist auch meine Lieblingsmap. Das heißt, da könnt ihr euch schon mal auf was freuen. Und dann, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal in einer weiteren Folge. Und bis dahin, Servus und Ciao! Tschüss!